Einmal herzlich willkommen zurück zu einem Video, und zwar LS22 Challengers mit mir, die Fabi. Hallöchen. Und Jay Gamer. Moin. So, ich habe diesmal was Ausgang gemacht. Wie ihr hier seht, habe ich hier einen wunderschönen Zeltor hier stehen mit dem Frontlader, wie ich in der Folge schon angekündigt habe. Jetzt weiter. Ich habe meine ganze Rundballen verkauft und das sind hier schon die 9 Kiloballen, wo ich gemacht hatte, noch kurz bevor wir vorgespult haben. Wir sind jetzt natürlich im März. Und ich habe mir was Neues gekauft gehabt mit dem Geld. Natürlich hier dieser Ballensammler, der ist echt Gold wert. Das ist vermissen. Und irgendwo habe ich meine Mehlwerke hingeschmissen. Genau, meine Mehlwerke hingeschmissen. Die haben dann gleich Gras, wie heißt das Moped? Die Schwarten ist direkt zusammen. Genau. Feld 75 sind jetzt die Rüben runter. Und ja, gut, jetzt können wir eigentlich anfangen mit. Ja, keine Ahnung, Eier verkaufen, ansehen, Stand verkaufen. Ohne verkaufen und ja, eigentlich kann man auch wieder Maisbeine verkaufen, ein bisschen auffällig sein. Ja, können wir das Maisfleisch verkaufen, also wieder einiges tun und ja. So, dann darf ich mal kurz sprechen. Ja, ja. Ich habe offscreen ziemlich was gemacht, Leute. Ich habe vor allem ein paar kleine Missionen gemacht. Danach habe ich mir eben den C-Tor gegönnt. Nigelnagel neu. Warum das denn? Ja, warum das denn? Oh! Ja, aber der Düngestreuer ist dafür weg. Wenn man sagen. Halt. Ja, das ist eigentlich das. Dann habe ich irgendwie den T7 da vorne hingefahren. Keine Ahnung warum. Ich habe noch letzte Folge gesagt, ich schmeiß ihn hier hin, dann weiß ich warum habe ich ihn hier hingemacht. Ja. Ja, weiß nicht. Auf jeden Fall. Gehen wir jetzt mit dem C-Tor die Brotpaletten endlich verladen. Endlich haben wir Brot, meine lieben Freunde. Endlich. So. Wolltest du vielleicht einen Ballenwagen kaufen? Ich? Oder hast du einen? Ich hab einen Ballenwagen. Ah, okay. Keine Ahnung, was ich wollte machen. Kann sie nicht sagen. So. Ich habe eigentlich schon auf irgendeinem Feld schon was angesät. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auf einigen kleinen Feldern was angesät. Das so nicht unterstreichen. Ja, genau. Aber mit dem wollte ich jetzt kurz zum Händler fahren, Leute. Wir wollen unbedingt was vom Händler. Brot ist einiges was fertig geworden, Leute. Also wenn sage ich einiges, dann meine ich einiges. Alter! Okay. Was denn? Ich bin fast auf die Seite gelegen. Aber noch alles gut. Habe ich schon gesagt. Der T7 steht da. Ich weiß nicht mehr für was. Ja, vielleicht kommst du noch. Wir haben noch ein paar Aufnahmen zum Tun. Genau. Vielleicht kommt es einfach. Das ist ein bisschen Unkraut im Bestand, mein Junge. Ja. Ich? Ja, Schweizer. Ja, das. Mann, willst du verarschen? Das wollte ich mir auch noch kaufen, Leute. Eine Unkrautspatze. Brauchst du eine? Mhm. Willst du eine mieten von mir? Kannst du, wenn du willst. Wäre auch nicht schlecht. Ich komme vielleicht auf voll. Komm vielleicht auf das Angebot wieder zurück. Okay. Aber warum sind wir mit dem Ballenauflöser hier hingefahren? Ich habe gar nichts überlegt, Leute. ich brauche den Ballenauflöser nicht, wenn ich mir einen Futtermischwagen kaufe. So. Ja, wisst ihr was? Ich fahre den T7 wieder nach Hause. Ich weiß nicht mehr ehrlich, warum ich den gebraucht habe, Alter. Ich find's auch schon lustig. Letztes Mal hat er noch so gesagt, ja, ich hätte hier hin, da weiß ich, warum ich stehen geblieben bin. Ja, danke vielleicht. Auf der Straße stehen geblieben, mehr weiß er nicht mehr. Alter, ich war ein großes Gewicht, das ist zum Kotzen hier. Hab ich, kannst du dir abholen.
Ja, gut, bringt ja nichts. Du brauchst auf längere Seite kommen. Brauchst Ah, okay. Ja, dann, ja. du. Ich kann ja ein bisschen was rausholen für die Spritze. Sonst so viel bezahlen muss, gell? Ja. So. Alter, mein MF hat schon 7,2 Stunden jetzt runter. Ich bin wieder hier, Leute, also ich weiß nicht mehr ganz genau, warum ich den gebraucht habe. Erstmal lassen wir mal ihn mal hier stehen. Alles gut. Haben deine Kühe eigentlich schon was gemacht? Ich meine, ja, die Ja, haben schon sonst was hat gemacht. keiner welche. Die haben schon ziemlich was gemacht. Wenn wir jetzt gucken gehen, Leute, die Bin ich haben gefressen. 22.000 Liter Gülle produziert. Oh, Dann ich habe haben nach sie Milch. 5.000 Liter Milch produziert. Stell dir mal vor, die. Wobei, wie viele Kühe hast du? 20. Ah, gut, okay. Na dann, da habe ich nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen, auf der Untergriesbach haben die in der Zeit das Dreifache produziert. Aber das sind ja auch lange nicht so viel. Ja. Also Leute, hier Komm, nehmen wir das hierhin müssen wir noch Großgerüst. überlegen was. Es wird, denke ich wohl, im, ja genau, danke, wie im 19er bleiben. Wir werden es so machen, dass in Multiplayer-Projekte wie solche Projekte nichts mit Autoload kommt. Oder? Jo. Ja. Obwohl das der erste Autoloader schon draußen ist, aber Leute, wie schon gesagt. Mann, jetzt habe ich so großes Gewicht gekauft, weil das Gewicht von der Dranhänger am MF geht da hinten hoch. Also jetzt ist stark, der Rest immer noch auf der Erde, aber trotzdem sieht man, dass da hinten eine Luft ist. Also, wenn man jetzt bremst oder sonst irgendwas. Ja. Upsi. Passiert. Ja. Alter! Da ist Ihnen das eingefallen. Einmal bitte was? Nee, alles gut. Meine Paletten sind fast umkippt. Aber nur fast. Aber noch fast, das schon. So, aber jetzt sollte es irgendwie besser gehen. Wollte gerade sagen, ich habe gedacht, ich wäre jetzt gerade vier Bahnen spritzen gewesen. Und jetzt wäre der Schlepper schon wieder halb kaputt. Aber das hat irgendwie das Gewicht wird dann unten angezeigt. Das, was am kaputtesten ist, wird dann angezeigt. Ja gut, du meinst der Schlepper, der ist halb kaputt. Ja, mein Gott. Diese Teilbreitenschaltung, ne? Die ist cool, gell? Ja. Mal schauen, ob es jetzt hier der MF schafft mit der tiefenlockerer Kreiselhäge und Zartmaschine hinten dran. War nicht irgendwas, dass das nicht ging? Was? Geht doch. Okay. Es ging nicht, Kreislecke auszuhängen und nur Ja, gut. den Ach so, Tiefenlocker. genau das war das Problem. Ja, gut, Problem eigentlich, das ist eigentlich logisch. So. Was brauchen wir? Fahren wir zu Spallenberg oder kaufen wir uns so einen kleinen Anhänger oder sowas? Hast du den kleinen Anhänger gekauft oder gemietet? Ja, ich habe mir so einen Brandner gekauft. Weil der teilweise eigentlich, außer jetzt für die Kartoffeln, ist der viel zu groß, weil das, was runterkommt, das ist einfach. Ja. Wie? Ach, du hast den Brandner Ballenwagen-Dings gekauft. Nee, den kleinen, nur den Zweiachser da. Ja, den. Also Ach, den. den normalen Drehschimmel da. Ja, aber hast du nicht so einen kleinen, glaube ich, für die Paletten, meine ich? Ach so, da habe ich mir den ganz kleinen, was ist denn das, Böckmann gekauft. Der, wo drunter ist er? Der Tieflader oder? Nee. Nee, Der, Union wie heißt es? Diversus. Anhänger Ja. Diversus, irgendwie Ja, sowas. Tieflader. Geht der. Nee, den Klaustein Dingsberg, man geht nicht mehr rein, gell? Haben wir ausprobiert? Nein. Na gut, dann. Da geht weniger rein, ja. Zwei Paletten, glaube ich. 10.000 Liter, das wäre schon mal geschlottert. Kriegen wir auch hin, weil wir haben jetzt. Warte, jetzt haben wir drin. 6.000 haben wir auf dem Anhänger.
Doch man, jetzt können wir das geile Steine sammeln. Ja, mal schauen, ich mal. Was ist HRB? Ist das meiner? Das ja. ist deiner, ja. Hä, warum ist der jetzt fertig? Er hat eine Bahn geschafft, jetzt meinst du, du wärst fertig, oder was? Ja, eine Bahn ist eine Bahn. Ja, no, die hat eine Bahn. Ich muss, eine Bahn ist schon fertig, Junge. Also, für mich, der C-Tor war eine extreme geile Investition, Leute. Das muss ich, so muss ich meine, meine Großtraktoren nicht immer am Hof lassen. Genau, Leute. Funktioniert, sagst du? Bro. Warum? Was können wir denn heute ansehen? Der, Hafer. Sojabohnen erst morgen. Also. Ja, ich möchte auch Sojabohnen aussehen, Leute, deshalb werden wir noch warten. Oh, dann wachst du da, Mann. Hafer, Sonnenblumen, Waffeln. Ja, okay. Ja, gut, dann darfst du doch nochmal schlafen gehen. Na, meinst du jetzt aber immer so? Was meinst du? Und das Cyber ist hier so gerade so ein bisschen rumleckt. Geht gerade bei mir, alles gut. Ahnung, vielleicht machst du irgendwas, wo laggy ist. Ich mach grad gar nichts. Wollen wir schon in der Folge hier über die Nacht spulen, oder? Ich hab auch noch Arbeit, also. Ich hab auch noch Arbeit. Schön. Hast du schon nichts dazu zu tun, Schwarzer? Weiß nicht, irgendwie, ich glaube, morgen wird der bessere Preis sein für Brot. Wow. Gut, im Prinzip könnten wir eigentlich auch Tag vorspulen, wenn wir eigentlich Ruppe wie sonst was. Ja, natürlich sensationell, wenn ihr damit einverstanden seid. Wir natürlich auch gleich aussehen gehen. Ja, warte kurz. Kannst schon mal auf den. Na. An den Hof gehen. Ich muss nur kurz meine. Wieder kurz füttern. Sterben eigentlich die Kühe? Also die Tiere, wenn sie gefüttert haben? Glaube nicht. Aber kann sein. Warte, wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4. Erzähl ich auch nicht, gell? 6, 8, 9, 10. Genau, 10 Paletten. 10.000 Liter Brot, Leute. Was macht der denn? Jetzt fällt die ganze Bahn rückwärts. Fabi, kannst du auf den anderen Hof gehen, oder? Ich hab grad noch Arbeit hier. Ja, dann geh ich kurz. Hier, die drei Felder hier unten haben wir als Weizen voll geknallt, Leute. Dann haben wir hier Raps drauf geknallt. Muss ich jetzt am Hof gehen, oder? Ich gehe jetzt gerade auf meinen Hof. Höfler. Wo ist denn der Höfler? Ach ja, voll günstig. Ah, ist super geil, ich hab mich nicht mal als Admin eingeloggt. Ey, warte mal. Die Folge kommt wann raus? Weiß ich das? Nein. Ist auch nur schlecht. Ey, bald ist ja Heiligabend da noch nicht. Oh, ups. Das nicht. Ja, das nicht. Trotzdem wäre gedruckt. So geil. Na? Werden wir knapp im Minus sein, denke ich, wa? Ich auch. Macht ja nichts aus. Och man, wo ich jetzt das Honig verkauft fahren, damit ich mir jetzt Dünger leisten kann. Nein! Scheiße, Alter. Kannst den Helfer nicht mehr bezahlen. Ja. Gott. Muss ich zuerst. No.
Ich wusste es doch. Geil, jetzt kriege ich jeden Tag 2 Honigpaletten hier rausgeworfen. Die eine backt immer am Boden und jetzt hängt die so fest, dass sie gar nicht mehr rausgeht. Was will man mehr? Ich werde mir gleich ein Dings kaufen. Also es ist ein Muss, Leute. Ein Buttermischwagen. Jo. Wir haben circa für 33.000 hinten drauf. Dann den anderen zahlt eigentlich den Futtermischwagen. Wir brauchen ja, kurzes Statement, brauchen keinen großen Futtermischwagen. So ist nicht, Leute. Wieso? Reicht ein kleinerer. Erstens, wo es geht. Vollkommen ausreichend, Leute. Mit dem können wir auch die Dinger. Ja, genau. Also, Alter, der Zitor hat ziemlich was zu kämpfen. Honig. Preisänderung? Nein. Aber das wissen wir, dass der Zitor zu kämpfen hat. Ganz großes Team. Aus dem Grunde, weil Ozzy hat auch der Zitor. Hab ich. Wir haben da ein Rennen veranstaltet. Offscreen. Haben wir das? Weiß gar nicht mehr. War schon lange her. Naja, egal wie viel das bringt, es muss weg. Das ist so, Alter. Hä? Was für ein Rennen eigentlich, Walzer? Jetzt musst du aber sagen. Alter, du weißt und wirklich nicht mehr? Jetzt? Nö. Weiß nicht mehr. 29 schon jetzt. Genau. Wir haben doch kein Wettrennen gemacht, du bist gelaufen und... Genau. Ja gut, auch. 31.000, Leute. Das ist schon mal sehr, sehr schnell hier. Mal den mal kurz hier hoch. So. Und den werden wir jetzt mit den Helfer nach Hause laufen lassen. Laufen lassen. Laufen. Anderen werde ich mir selber sneaken. Braucht jemand noch einen Drescher? Nee, warum? War denn im Angebot einer? Scheiße, warum steht eigentlich immer noch John Jesse B da am Ende? Weil ich jetzt gerade was brauche von ihm. Ah ja. Edla. Danke, Sicken. Lok starten. Und... Ja. Dann. Wollen jetzt mal gucken. 72, das wären 80, 90. 30.000 und 90 Euro. Ja, 1 Euro, das wäre geil. Hab wieder 1 Euro verdient. Oh. 1600, juhu. Ja, ich bin 1400 Euro minus. Ich hab jetzt wieder 2,5. Oh, nee. Wo. Denn hier wieder die... Ah, der Helfer ist auch verdammt teuer. Das stimmt. Ich denke, wenn wir das auch unter Griesbach auch gehabt hätten, dann hätten wir wirklich weniger Geld gehabt teilweise. Safe. Richtig kein Frontliner. Ah, Kosten kann man leider auch nicht ausschalten. Ja, genau. Kann man nicht ausschalten. Aber das ist ja... Man sagt mal so, das ist ja für jeder das Gleiche. Ja, ja. Du musst ja auch nicht um den Helfer laufen lassen, wenn du Geld sparen willst. Ja, wobei das mir das Geld doch lieber. Ah, irgendwann gibt's wieder TP. Ach, irgendwann. Moin. Irgendwann wird's wieder TP geben, das denke ich schon.
Was macht mein Helfer denn schon wieder? Nix. Oder außer Scheiße. Es gibt diesmal kein CP, sondern nur eine Erweiterung von dem Standardhelfer. Menü da. Also ich habe schon von einigen gehört, dass wir CP geben. Okay. Aber ob es ist vertrauenswürdig, das weiß man nicht. Es kann auch so sein, dass wir so passieren. Das stimmt. Aber ich gehe jetzt eher davon aus, dass wir jetzt CP wiedergeben. Moin. Moin. Wir haben noch 33.000 auf der Tasche, Leute. Ich würde eigentlich ganz gerne etwas machen. Aber... geht nicht. Bank geht nicht. Upsi. Geht ja gar nicht. So. Alle kommen jetzt aus dem Minus raus, aber eigentlich schon. Ja, ich komme aus dem Minus raus und gehe direkt wieder rein wahrscheinlich. Das ist gut. Ich weiß gar nicht, ob ich auf den Hof gefahren bin, weil ich muss erstmal Dünger holen. Scheiße, wo ist es auch hier der Trigger? Es war links. Oder muss ich da irgendwo kalken? Ah. Mein. Reicht das? Ja, reicht. LOL, Alter. Okay. Sehr schön. Kann ich wenigstens meine vorne Werkzeuge, eine doofe Palettenkabel kaufen. Ich finde das toll, ich habe endlich mal Spiegel. Was? Ja, die sind auf Mittel standardmäßig ganz ausgeschaltet. Ja, ja. Da ich bis jetzt immer noch nichts geändert hatte an meiner Einstellung, ja, waren sie halt die ganze Zeit aus. Das gehört nicht mehr, so. Das gehört auch nicht mehr. So, Ziel setzen. Nee. Warte, dann müsste ich den Futter im Schwang im Sonderangebot kaufen. Ziel setzen. Mein Futter im Schwang schon gekauft. Ich dachte, der ärgert sich jetzt voll, guckt nach und dann sieht er, dass es gar kein Futter mit Schwang ist, sondern nur das, was er verkauft hatte. So, Flüssigdünger brauchen wir nicht. So, wir wollen noch unbedingt ansehen gehen, meine lieben Freunde. Und wir wollen noch unbedingt reingehen. Und wir würden noch gerne unsere Milch verkaufen, das auch. Ach Mist! Oh. Ich dachte gerade, geil, kann ich ja meine Spritze eigentlich verkaufen, weil ich kann ja auch düngen mit der, meinen Düngerstoff verkaufen, weil ich kann ja mit der Spritze düngen. Mhm. Ja, im Moment fahre ich Kalk. So, nee, das lassen wir jetzt mal ganz mehr an. Genau, jetzt steigen wir mal hier ein und wir werden mal kurz gucken, ob sich das jetzt schon rentiert. Moment mal, da muss ich jetzt mal einen Kompromiss machen. Der Kalkstein kommt weg. Alles gut so. 6000 Liter Milch. Das nee, verkaufe jetzt nicht. Verkaufe dann später. Oder wir werden mal kurz gucken, was die Milch. Ja, 4-1, Leute. Kalk und wie viel Prozent? Das sind für knapp 7K, Leute. Also, das lohnt sich irgendwie noch nicht. Das lassen wir lieber. Wir werden jetzt mal was anderes gucken. Wir können, glaube ich. Ja, genau. 73.000 Liter sind das. 73.000 Liter. Mal nach Zahl. Alk sind 15%. Ui. Ja, wir haben. Milch. Wir könnten eigentlich, ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, 30.000 Liter von mir verkaufen. So. 40 sogar. Zwei Hänger voll, weg da. Zwei Hänger geben im Moment aktuell. Es gibt das im Moment aktuell.
So. Natürlich bin ich nackt. Ach, geh da umgucken, ja. Da schon. Na, hier. Da ist es im Moment was im Keller unten, Leute. Das ist halt wieder so. Das ist schon. Ich war gerade Zielballen verkaufen, man auch mehr im Keller der Preis. Aber der Preis ist ja generell nicht so hoch, oder wie ist das? 2000. Das sind vielleicht 12.000 Euro, wo ich kriege für das. Nee, dann wisst ihr was, dann machen wir es so, dann mischen wir mal. Machen mal eine gute Mischung. Hm. Mit Küchen. Ein C-Torsi? Wir müssen gleich mit dem T7 los, Leute. Achso, der 7810 läuft über Helfer. So. Wir müssen gleich. Wir würden nächstes Mal am besten nicht. Ja, danke, Junge. Wusste ich denn das, Alter? Warum hab ich denn den abgehauen, Junge? Den ganz anders platziert, Alter. Das ist auch wieder. Ewig, Alter. Alter. Wie mache ich denn das? Yo! Palette ist ja viel, viel günstiger. Bei Flüssigdünger. Wieder was? Wobei wobei so viel günstiger ist die jetzt auch nicht, aber die ist praktischer. Weil du kaufst eine Palette, wo halt Säcke drauf sind mit so einem. Mit diesen Kanistern. Ja, kann ich. Ja, die kostet ja nur kostet 9,6 oder 6.000 Liter direkt. Mitgenommen. So, aber meine Freunde, ich würde wieder sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schaut auf jeden Fall vorbei, bis dann am Traumhaften Tag und ciao. Tschüss.